sind sie. Hallo, ich grüße Sie, Mr. Watson. Guten Morgen, Mr. Thorne. Hallo, Captain. Willkommen an Bord, Gentlemen. Danke, Sir. Wie geht's, Captain Holling? Wir wissen es noch nicht. Der Doktor ist gerade bei ihm. Aber er hat gesagt, dass es ihm heute Morgen schon besser geht. Das ist gut. Wir sollten jetzt nach oben gehen. Kommen Sie, Gentlemen. Ja, Mr. Watson. Gentlemen. Ich glaube nicht, dass Captain Holling in der Lage ist, das Schiff zu führen. Und warum nicht? Weil er zu krank dafür ist. Sie haben ihn doch gesehen. Sie kennen seinen Zustand. Ich kann das nicht entscheiden. Sie sind der Arzt. Ich habe getan, was ich konnte. Das weiß ich doch, Doktor. Aber in seinem jetzigen Zustand kann er das Schiff unmöglich führen. Hallo, Doktor. Wie geht es Captain Holling? Heute Morgen schien es so, dass es ihm besser ging. Aber dann hatte er wieder einen Rückfall. Ich habe einen derartigen Krankheitsverlauf noch nie gesehen. Ich verstehe das nicht. Sein Geist ist völlig verwirrt und er kann die einfachsten Dinge nicht tun. Kann es nicht sein, dass er überarbeitet ist? Captain Holling hatte seit Jahren keinen Urlaub mehr. Ja, Sie haben recht, Mr. Watson. Und deswegen schlage ich vor, Captain Holling für einige Zeit im Sanatorium unterzubringen. Wenn wir ihm sein Schiff wegnehmen, wird er das nicht überleben. Ich habe dir eine Nachricht hinterlassen gestern Abend. Die Schrift war sehr krackelig. Ich konnte sie nicht lesen. Das ist wirklich sehr schade. Die Nachricht war sehr wichtig. Dann müssen Sie nächstes Mal deutlicher schreiben. Sie sind sehr respektlos. Wieso? So spricht man nicht mit dem ersten Offizier. Idiot. In der Nachricht stand, dass ich dich gerne sehen würde heute Abend, wenn wir beide Feierabend haben. Ach, ich bin doch nur eine von vielen für dich. Du bist die Einzige, die ich wirklich liebe, Darling. Du bist ein Schlingel. Komm. Wie geht es Ihnen, Captain? Ich weiß nicht, was das ist. Es ist hier. Es ist hier drin. Als ginge der Motor nicht mehr richtig. Aber ich komme schon wieder in Ordnung. Denken Sie nicht, es wäre besser, eine Auszeit zu nehmen? Das sehe ich genauso, Captain. Sie sollten wirklich mal etwas Urlaub machen. Damit Sie mein Schiff übernehmen können, ja? Ich habe Sie beobachtet. Sie haben doch schon immer auf die Chance gewartet, mir das Kommando zu entziehen. Sie behalten Ihr Kommando, aber Sie müssen sich ausruhen und wieder gesund werden. Dann warten wir eben so lange. Ich will dabei sein, wenn Professor Grimson sein Experiment startet. Wir haben keine Zeit zu warten. Das Schiff muss morgen früh ablegen. Soll das heißen, dass das Schiff morgen ablegt ohne mich? Captain Dorney wird Sie vertreten. Machen Sie sich keine Sorgen. Das können Sie nicht machen. Ich bin seit 20 Jahren auf diesem Schiff. Das ist mein Schiff, verstanden? Ich habe dieses Schiff durch alle Stürme geführt. Nur ich kenne es. Sie sind nie mit auf diesem Schiff gefahren. Sie haben es nur gebaut. Trotzdem ist es nicht Ihr Schiff. Es ist mein Schiff. Ich bin der Kapitän. Ohne mich kann dieses Schiff nicht fahren. Das Schiff wird ohne Sie fahren, Captain Harling. Das Schiff ist wie mein Kind. Es gehört mir. Gentlemen, bitte. Er darf sich nicht aufregen. Sie wissen doch gar nicht, wovon Sie reden. Sie werden beruhigen nicht. Sie beruhigen Sie sich doch, Captain Harling. Kommen Sie, Sie müssen sich hinlegen. Ich stütze Sie, Captain. Ja, das ist das Beste für ihn. Etwas Ruhe wird mir jetzt gut. Er wird sich schon wieder beruhigen. Hoffentlich. Ja, Sie sind ein gutes Mädchen, ja. Kommen Sie, Captain. Danke, es geht schon. Ich bin in Ordnung. Legen Sie sich hin, Captain. Holen Sie ein Glas Wasser, Miss Kane. Ja, Doktor. Lassen Sie mich am besten jetzt mit ihm alleine. Ich werde veranlassen, dass er in ein Sanatorium kommt, Mr. Watson. Ja, ich glaube, das wäre das Beste für ihn. Kommen Sie, Gentlemen. Ich würde alles dafür geben, wenn er mitfahren könnte. Aber er ist so krank. Ich übergebe Ihnen das Kommando, Captain Dorney. Danke, Sir. Danke für Ihr Vertrauen, aber es fällt mir schwer, das Kommando unter diesen Umständen zu übernehmen. Vergessen Sie Ihre Sentimentalitäten. Sie sind jetzt der Captain. Und Sie, Rogers, sind der erste Offizier nach Captain Dorney. Danke, Sir. Ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann, Gentlemen.
Sie werden verstehen, Gentlemen, dass das, was ich Ihnen jetzt zeige, absolut geheim bleiben muss. Natürlich, Mr. Watson. Captain Dorney, Sie beginnen mit dem Experiment dann, wenn Sie auf See sind. Um 9 Uhr aktivieren Sie den Kontakt. Dann wird Professor Grimson das Experiment beginnen und er übernimmt das Kommando. Ja, Mr. Watson hat recht, so wird es sein. Wenn Sie auf See sind, dann werden wir S-505 testen. Was ist S-505? Eine Elektronenröhre, durch die das Schiff ferngesteuert werden kann. Und sie wird aktiviert durch ein Funksignal. Das ist ja Zauberei. Nein, das ist Wissenschaft. Watson, vergessen Sie nicht, die Antenne im Maschinenraum installieren zu lassen. Nur so haben wir in jedem Fall ständig Kontakt zum Labor. Das habe ich bereits veranlasst, Professor. Oh. Das ist. Wir müssten längst Empfang haben. Versuchen Sie es nochmal. Da ist was. Ich empfange ein Signal. Kannst du das Signal verstärken? Ich versuche es gerade, Eure Exzellenz. Da. Ich denke, ich habe sie. Sehr gut. Ganz ruhig. Sie testen gerade S-505. Kannst du die Frequenz halten? Ja, Eure Exzellenz. Gut. Also, es hat funktioniert. Der Test war erfolgreich. S-505 funktioniert so, wie ich es gesagt habe. Ich werde jetzt das Signal deaktivieren. Alle Maschinen deaktivieren. Hören Sie, Herr Professor, wenn S-505 wirklich so funktioniert, wie Sie es gesagt haben, dann können wir all unsere Schiffe ohne Besatzung fahren lassen. Wenn wir Ihre Erfindung schon früher gehabt hätten, hätten wir den Weltkrieg schon im ersten Jahr gewonnen. Aber jetzt haben wir die Macht, die Herrscher über alle Meere zu werden. Dank Ihrer Erfindung. Wollen Sie mir nicht auch die Kombination geben, Mr. Watson? Es reicht völlig aus, wenn S-505 morgen vor der Abfahrt installiert wird. Es ist überhaupt nicht nötig, dass irgendjemand vorher den Raum noch betreten muss. Das gilt auch für Sie, Captain Dorney. Wie geht es, Captain Holling? Sehr schlecht. Dr. Howard veranlasst gerade eine Überweisung ins Sanatorium. Sehr gut. Es ist mir eine Ehre, Sie bei dem Experiment zu unterstützen, Herr Professor. Vielen Dank, Sir. Na dann viel Glück. Gute Reise, Dorney. Danke sehr. Sims, was machen Sie da?
Holly, geht es Ihnen besser? Leider nicht. Er geht in ein Sanatorium. Sie gehen besser wieder zurück an Ihre Arbeit. Ich habe jetzt das Kommando über das Schiff. Ja, Captain. Hab davon gehört. Was machen Sie da? Ich versuche aus einem 8er einen 9er Knoten zu machen. Geben Sie mal her. Das funktioniert nur, wenn man eine Schlinge macht. Diesen Knoten hat ein Fachmann gemacht. Wahrscheinlich draußen. Die Schlinge ist noch ganz feucht. Hier, sehen Sie mal. Ist das ein 8er oder ein 9er Knoten? Ich weiß nur, dass man Professor Grimson damit stranguliert hat. Wissen Sie vielleicht, wie das passiert ist? Nein, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Professor sagte, dass er schlief, als er jemand in sein Zimmer kommen hörte. Und er hat ihm eine Schlinge um den Hals gelegt, aber der Professor konnte den Täter nicht erkennen. Ich kann nichts mehr tun für Professor Grimson. Sein Genick ist gebrochen. Er lebt noch, aber keiner weiß, wie lange. Ein gewisser Major Pope ist gerade bei ihm. Dieser Major Pope? Wer ist er? Oh, er ist ein privater Ermittler, der im Dienst von Professor Grimson steht. Der Professor hat noch nie viel von der Arbeit der Polizei gehalten. Haben Sie mit diesem Anschlag gerechnet? Ich habe schon seit längerer Zeit das Gefühl, dass ich verfolgt werde. Die Pläne des Projektes, das Sie S-505 nennen, hat der Täter Sie? Nein, er hat sie nicht. Ich habe sie Watson gegeben, zur Sicherheit. Sie hätten besser Vorkehrungen für Ihre eigene Sicherheit treffen sollen, Professor. Mein armseliges Leben ist nicht so wichtig. Es ist meine Arbeit, die wichtig ist. Das kann ich gut verstehen, Professor. Professor Grimson braucht jetzt etwas Ruhe, Major Pope. Bitte gehen Sie. Was? Wie lange ist das her? Wenn Sie mehr darüber wissen, sagen Sie Bescheid. Captain Holling ist aus dem Sanatorium geflüchtet. Letzte Nacht. Was für einen Grund sollte Captain Holling haben, aus dem Sanatorium auszubrechen? Um S-505 zu stehen. Wirklich sehr gut kombiniert, Gentlemen. Wer auch immer Professor Grimson angegriffen hat, er hatte keinen Erfolg, denn er bekam nicht die Pläne für... S-505? Ja, genau so ist es. Und ich versichere Ihnen, dass er es ein weiteres Mal versuchen wird, denn er will diese Pläne unbedingt haben. Und er wird nicht eher locker lassen, bis er sie hat. Und deswegen soll ich hier an Bord im Auftrag des Professors als Ermittler tätig sein, wenn Sie nichts dagegen haben. Natürlich nicht, Major. Danke. Was ist mit Captain Holling? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er heute Nacht aus dem Sanatorium geflohen ist. Denkst du, dass unser zweiter Mann es trotzdem schafft, an die Pläne zu kommen? Ja, ich bin sicher, dass er die Pläne für S-505 bekommt. Ich wollte ganz sicher gehen und deswegen habe ich einen zweiten Mann, den besten, den ich habe, auf dieses Schiff gescheust. Nimm deine Hand da weg, ich kann alleine gehen. Ich reise schon mein ganzes Leben mit Schiffen. Ich brauche niemanden, der mich an Bord bringt. So, warte doch, Großmutter. Ich würde gerne die Nummer meiner Kabine wissen. Hallo, junger Mann. Das Schiff ist zu groß. Ich würde mich hier... Wie lange muss ich denn noch warten? Nummer 38. Was ist denn los mit Ihnen? Bitte. Sehr freundlich von Ihnen. Danke. Oh, Großmutter, ich habe meine Zeitung vergessen. Hier, nimm mal die Tickets. Ich bin gleich wieder zurück. Kannst du mich für einen Moment entbehren? Ich komme schon sehr gut ohne dich, klar. Ich bin schon um die Welt gereist. Da warst du noch gar nicht geboren. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ich einen Moment, Sie bitte, gerne was fragen. Aber meine Frage ist sehr wichtig. Ja, einen Moment noch. Bringt diese Koffer in Kabine 550. Ja. Also, was ich Sie fragen wollte. Ich habe einen Wunsch. Ich möchte, dass Sie dafür sorgen, dass ich mit dem Captain an einem Tisch sitze. Ja, ich verstehe. Ich werde versuchen, das zu arrangieren, Ma'am. Aber jetzt muss ich meine Listen durchgehen. Vielen Dank, ja. Wer ist dieser unglaublich nette Gentleman da vorne? Oh, das ist unser Chef-Steward. Oh, der Chef-Steward, dann will ich nichts gesagt haben.
Da bin ich, Großmutter. Jetzt bin ich wieder für dich da. Oh, weißt du, was du bist? Du bist eine Nervensäge. Werd erst mal erwachsen. Ich glaube, ich werde erst Ruhe von dir haben, wenn ich im Grab liege. Hey, hey, Großmutter, du weißt doch, dass du dich nicht aufregen darfst. Ich reg mich nicht auf. Du weißt, was der Doktor gesagt hat. Ich will nichts mehr von dem Doktor hören. Warum bin ich wohl hier? Weil ich ihn nicht mehr sehen will. Worauf warten Sie denn hier? Ihr Gepäck in die Kabine zu fragen. Na dann mal los, was stehen Sie hier noch rum? Nehmen Sie das Gepäck und folgen Sie mir in die Kabine. Ich denke ja doch, dass Sie meine Nachricht erhalten haben, Sir. Ja, das habe ich. Und ich habe dafür gesorgt, dass Ihre Kabine und die Ihrer Großmutter weit auseinander liegen. Das ist sehr gut. Ich danke Ihnen. Ich bin fertig, das war's. Können wir jetzt drüber gehen, Mr. Watson? Mhm. Wir werden unser Bestes geben, S-505 hier an Bord zu beschützen, Mr. Watson. Ich bin sicher, dass ich mich diesbezüglich auf Sie verlassen kann. Sollte sich am Zustand von Professor Grimson etwas verändern, dann werde ich Sie davon unterrichten. Natürlich. Sie werden auf jeden Fall den Kontakt aktivieren, und zwar morgen früh um 9. Ja, Sir, aber trotzdem wäre es besser, wenn der Professor sich wieder erholt, damit er das Projekt selbst leiten kann. Das Experiment wird durchgeführt, ob mit oder ohne ihn. Viel Erfolg. Ja, danke. Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Oh, das ist ja schön. Ist das da vorne Ihre Kabine, Sir? Ja, Ma'am. Nummer 407. Da sind wir ja Nachbarn. Ja, gewissermaßen. Ich würde sagen, dass wir auf unsere Nachbarschaft anstoßen sollten. Das ist ein alter Brauch da, wo ich herkomme. Natürlich, das sollten wir tun. Bei der Gelegenheit, haben Sie vielleicht einen Korkenzieher? In meiner Kabine gibt es nämlich keinen. Einen Korkenzieher, ja, natürlich. Zufällig habe ich einen bei mir. Oh, sehr schön. Keine Ursache. Ich danke Ihnen. Zu Ihrem Dienst. Danke, sehr gut. Wenn der Wein in meiner Kabine gut ist, würden Sie mir dann die Ehre erweisen und ein Gläschen mit mir trinken? Sehr gern. Aber nur, wenn Sie das auch wirklich wollen. Das wäre mir eine große Ehre, Mrs. Plimpton von der berühmten Plimpton-Familie aus Lancaster. Ich vermute mal, Sie waren noch nie in Lancaster, Sir? Oh nein, aber ich vermute, dass alle Menschen in Lancaster so charmant sind wie Sie, gnädige Frau. Oh, jetzt übertreiben Sie nicht. Ich habe Sie durchschaut. Sie sind ein alter Schmeichler, der es versteht, alten Ladies Komplimente zu machen, Mr. Von Kesseling. Oh, von Kesseling, das ist doch ein deutscher Name. Ich hätte mir gleich denken können, dass Sie vom Festland sind. Wissen Sie was? Ich habe eine Schwäche für Männer, die vom Festland sind. Ach ja, ist das so. Reisen Sie allein, Mrs. Plimpton? Oh ja, nein. Mein Enkel begleitet mich, Edgar. Oh, Ihr Enkel? Normalerweise reise ich allein. Ah, ist das mein so? Mein Enkel ist von altem Adel, und zwar väterlicherseits. Er ist zwar blaublütig, aber ziemlich blöd. Das kann ich nicht beurteilen. Die Molten sind leider alle so. Ach, sind sie das? Wie auch immer. Ich danke Ihnen. Keine Ursache. Es war mir eine Ehre. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Ma'am. Vergessen Sie nicht unseren Drink. Natürlich nicht. Ja, ich werde darauf zurückkommen, Mrs. Benton. Netter Mann. Halt! Stellen Sie sie wieder zurück. Diese Blumen waren für eine andere Kabine bestimmt. Mein Fehler. Tut mir leid. Ach ja, wirklich? Nehmen Sie Ihr Grünzeug doch wieder mit. Rogers, treffen Sie die Vorbereitung zur Installation der Röhre. Gut, Sir. Hallo, Captain Dorney. Es muss doch ein gutes Gefühl sein, jetzt das Kommando über das Schiff zu haben, oder nicht?
Ich denke im Moment nur an Professor Grimson. Das Erdziel, wir alle wollen doch, dass sich Professor Grimson wieder erholt. Ich glaube, wir haben einen Spion an Bord. Und ich glaube, dass hinter er... S-505 her ist? Ja. Herein. Wir haben die Blutwerte von Captain Holling. Das heißt, man weiß jetzt endlich, wie es um Captain Holling steht? Ja, Sir. Dr. Howard möchte mit Ihnen sprechen. Er wartet draußen. Er soll reinkommen. Doktor? Was gibt es, Doktor? Ich... Oh, Sie können ruhig reden. Major Pope ist stellvertretend für Professor Grimson hier. Oh, ich verstehe. Ich habe gerade die Ergebnisse bekommen. Von Captain Hollings Blut. Und was haben Sie herausgefunden? Sein Blut enthielt Rückstände einer Droge, die in Westindien bekannt ist. Sie hat eine paralysierende Wirkung auf das Nervensystem und letztendlich auch auf das Gehirn. Was meinen Sie, wie die Substanz dieser Droge in sein Blut gekommen sein kann? Durch Nahrung oder Getränke? Es könnte auch sein, dass er einen Feind hat, der ihm die Drogen verabreicht hat. Aber soviel ich weiß, hat Captain Holling gar keine Feinde. Jeder Mensch hat Feinde, Captain Dorney. Und ich bin mir sicher, dass irgendjemand hier an Bord ein falsches Spiel spielt. Sie denken, dass einer von uns der Täter ist? Das könnte doch sein. Jeder von uns hatte Kontakt mit Captain Holling und könnte ihm die Droge verabreicht haben. Alle Menschen aus seiner näheren Umgebung sind hier im Raum. Ja, jeder von uns hatte Kontakt mit Holling. Wollen Sie damit sagen, dass es einer von uns war? Das war nur eine Vermutung, mehr nicht. War es nicht unsere... Miss Kane. Miss Kane. Hat Miss Kane nicht Captain Holling die ganze Zeit betreut? Ja, das hat sie. Wieso? Hat Captain Holling irgendwann mal erwähnt, dass er jemandem misstraut auf diesem Schiff? Nicht, dass ich wüsste, Sir. Sind Sie sich da ganz sicher, Miss Kane? Natürlich. Warum sollte ich lügen? Vielleicht, weil Sie irgendjemanden schützen wollen. Finden Sie nicht, dass Sie jetzt ein bisschen zu weit gehen, Major Pope? Irritieren Sie meine Fragen an Miss Kane? Sie hat doch gesagt, dass sie nichts weiß. Reicht das etwa nicht? Oh, sie steht doch gar nicht unter Verdacht. Warum regen Sie sich so auf? Weil ich glaube, dass Sie denken, dass sie mich schützt. Das ist absurd. Sie sollten sich besser mal fragen, wer davon einen Nutzen hat, dass Captain Holling nicht mehr da ist. Oh, ich denke, der Einzige, der einen Nutzen daraus zieht, ist Captain Dorney. Wollen Sie etwa damit sagen, dass... Nein, das will er nicht. Sagen Sie ruhig, was Sie denken. Major Pope hat das gesagt. Klären Sie das mit ihm. Alles Unsinn. Ja? Ja, sie ist hier. Ja, ich sag es ihr. Ein Mr. Morton möchte Sie sprechen. Ach, vielen Dank. Ja, ich sage ihm, dass ich hier bin. Ich soll nach seiner Großmutter sehen. Wenn Sie keine weiteren Fragen mehr an mich haben, würde ich gern zu ihr gehen. Natürlich, gehen Sie nur. Ich habe noch eine Frage, Doktor. Ja? Kleinen Moment noch. Gehen Sie auf die Brücke, Mr. Rogers. Wir sprechen uns später. Ja, Sir. Gibt es nicht schon genug Rivalität zwischen dir und Dorney? Was sollte das? Was ist los? Habe ich deine Gefühle verletzt? Nein. Du hast dich nur absolut unmöglich verhalten, Cliff. Ich danke Ihnen für die Information, Doktor. Ich bin auf der Krankenstation, wenn Sie mich brauchen. Gut. Wo geht es zwischen Ihnen und Rogers? Ist es das Mädchen? Halten Sie sich da aus. Oh, ich verstehe. Sie wissen, dass Rogers Sie für den Spion hält? Sie müssen nicht alles glauben, was Rogers sagt. Seien Sie vorsichtig. Sie sollten sich lieber auf Ihren Job konzentrieren als auf Miss Kane. Hallo? Wieso nimmt keiner ab? Was ist denn? Hey, hallo! Oh nein, hey! Seid ihr an der Bar so beschäftigt, dass ihr nicht ans Telefon gehen könnt? Wer ist da? Was gibt es? Ich bin's, Edgar. Natürlich, wer denn auch sonst? Hallo, ich ruf später an. Ja, sicher. Komm rein. Das ist Miss Kane. Sie ist Krankenschwester.
Was will diese Frau? Großmutter, ich habe sie gebeten, nach dir zu sehen. Es sind ihre Nerven. Ihr Doktor hat verboten, dass sie sich unnötig aufregt. In ihrem Alter ist das nicht gut fürs Herz. Das weiß ich selbst, Miss Kane. Ja, das habe ich schon oft genug von meinem Arzt gehört. Der Einzige, der mich aufregen könnte, ist mein Enkel Edgar. Immer will er mich bevormunden. Großmutter! Nenn mich nicht immer Großmutter! Das erinnert mich daran, dass ich schon so alt bin. Oh. Und jetzt raus! Nein, nicht Sie, Miss Kane. Nur Edgar. Wenn Sie noch was von mir wollen, dann sagen Sie mir... Was soll eine Frau schon von dir wollen? Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Sehen Sie, ich hab's doch gesagt. Er traut mir einfach nichts zu. Dass ich das trotz meines hohen Alters noch mitmachen muss, nicht zu fassen. Ich bin sicher, er meint es gut, Mrs. Plimpton. Woher wollen Sie das denn wissen? Mein Enkel glaubt immer, ich wäre todkrank. Aber ich bin quicklebendig. Aber wir haben einen Arzt hier an Bord, Dr. Howard. Ich will diesen Doktor nicht mal sehen. Aber Sie sollten ihn trotzdem mal konsultieren. Er ist ein sehr attraktiver Mann. Und gut, wenn Sie ihn nicht sehen wollen, werde ich es ihm sagen. Sie müssen ihm gar nichts sagen, schon gar nicht, wie alt ich bin. Allerdings, wenn es die Möglichkeit gäbe, mit ihm zu dinieren, warum nicht? Kann ich denn jetzt gar nichts für Sie tun? Nein, jedoch. Sie könnten diesen Korkenzieher Mr. von Kessling zurückgeben. Ich gehöre nicht zum Zimmerservice. Bye. Goodbye. Hallo, Miss Kane. Ja? Fühlen Sie sich hier vielleicht sicherer zu reden? Wir sind hier ganz allein. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Das glaube ich Ihnen nicht. Von mir aus können Sie glauben, was Sie wollen. Ich habe Ihnen alles gesagt. Ich wollte Ihnen diesen Korkenzieher zurückgeben. Korkenzieher? Ich habe leider keine Verwendung dafür. Entschuldigen Sie, Ma'am. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie so freundlich waren, mir diesen Korkenzieher zu leihen. Ich glaube, Sie verwechseln mich. Ach ja, das war wirklich nicht meine Absicht. Entschuldigen Sie bitte, ich habe Sie nicht gleich erkannt. Verzeihen Sie einer alten Lady, ich habe nicht mehr so gute Augen. Ich wollte Sie nicht belästigen. Keine Ursache, ich bin Major Poe. Oh, warten Sie einen Moment. Ja? Das ist der Gentleman, Mr. von Kessling. Er hat mir den Korkenzieher geliehen. Das ist Major Pope. Darf ich bekannt machen? Guten Abend, Major. Wie geht es Ihnen? Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Danke für den Korkenzieher, Mr. von Kessling. Ich hatte keine Verwendung dafür. In meiner Kabine gibt's keine Getränke. Oh, das ist bedauerlich. Oh. Da läuft der Steward mit den Getränken rum, aber statt sie zu mir zu bringen, bringt er sie woanders hin. Oh, in der Bar gibt es viele gute Getränke. Wenn Sie wollen, können wir da mal auf unsere Nachbarschaft anstoßen. Er hat recht. Wenn Sie wollen, dann komme ich auch mit. Aber jetzt noch nicht. Vielleicht später. Besser später als überhaupt nicht. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich hier bin. Nicht, solange Sie hier auf mich warten. Ich wollte Sie alleine sprechen. Es geht um diesen Major Pope. Ich glaube, er versucht zwischen Ihnen und Rogers einen Keil zu treiben. Weißt du eigentlich, was ich für dich empfinde? Darüber sollten wir jetzt nicht sprechen. Es gibt wichtigere Dinge, über die wir jetzt reden müssen. Nichts ist wichtiger für mich als du, Lila. Komm mit mir, das ist meine letzte Reise. Sie wollen nicht mehr zur See fahren? Und wieso nicht? Ich werde bald reich sein.
Wie meinen Sie das? Was haben Sie vor? Das wirst du schon sehen. Vertrau mir. Komm mit mir, Layla. Das kann ich nicht. Herein! Was ist denn? Ich habe die Maschinen überprüft. Irgendetwas läuft da nicht ganz so, wie es soll. Und warum bringen Sie das nicht in Ordnung, Rogers, anstatt hier rumzuschnüffeln? Ich wusste nicht, dass ich hier störe. Entschuldigung. Ich gehe mit dir. Du bleibst hier. Ich denke, es wäre besser, wenn Sie sich um Ihren Job kümmern, Mr. Rogers. Sonst war das Ihre letzte Fahrt mit mir. Das würde ich sehr begrüßen. Ich habe sowieso keine Lust mehr, noch länger unter Ihrem Kommando zu fahren. Wenn das so ist, dann können Sie ja sofort Ihren Dienst quittieren, Rogers. Bitte beruhigt euch doch. Captain Dorney. Was ist? Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Wen? Er hat mich angeschaut. Und er hat nichts gesagt. Es war Captain Holling. Sie sind ja verrückt. Sie können mich totschlagen, aber ich habe ihn gesehen. Die Tür von Miss Bimpins Kabine öffnete sich und dann stand er plötzlich vor mir. Er sah aus wie ein Geist. Captain Holling? Aber er war es, ganz bestimmt. Ich sehe nach. Ich auch, Sir. Gehen Sie schon. Ja, Captain. Hallo? Ja, Captain? Wissen Sie, wo Major Pope gerade ist? Nein, Sir. Dann suchen Sie ihn. Bringen Sie ihm eine Nachricht. Er soll zu mir kommen. Ja, Sir. Hey, Joe! Ja, Sir? Öffne die Tür. Wieso? Sims sagt, er hätte Captain Holling darin gesehen. Das ist Mrs. Plintons Kabine. Sieh da vorne nach. Ja, Sir. Was ist das für eine Tür? Das sieht aus wie eine Geheimtür, aber hier ist niemand, Sims. Aber ich habe ihn gesehen, Sir. Er war da. Wirklich. Glauben Sie mir. Ach, es geht doch nicht so weit, ein Scotch mit Soda in einer Nacht. Ja, genau. Wer ist denn diese Frau da hinten? Kennen Sie sie, Major Poe? Das ist Lady Ashton, eine echte Baroness. Sie sieht aus wie eine Dienstbotin. Sie sollten Ihre Mitreisenden nicht nur nach Äußerlichkeiten beurteilen, meine Liebe. Wie beurteilen Sie zum Beispiel Ihre Kabinennachbarin, Mr. von Kessling? Wenn Sie Mrs. Plimpton meinen, ich finde sie sehr... bezaubern Sie nicht? Ja, das finde ich auch. Da haben Sie recht. Eine Nachricht für Major Poe. Ja, hier bin ich. Geben Sie her. Hier bitte, Sir. Danke. Eine Nachricht und die Zeit ist bestimmt nicht. Ja, finden Sie? Ja. Ich muss Sie sofort sprechen, Captain Dorney. Oh, ich muss leider weg. Oh, müssen Sie wirklich schon gehen? Ich kann nicht bleiben, das ist Sie sehr wichtig. Mich doch jetzt nicht allein Ich denke, Sie amüsieren sich auch ohne das mich. Das will ich doch hoffen, Major. Ach, ist Major Pope nicht attraktiv? Ja, in der Tat. Ich würde gerne mehr über ihn wissen. Nicht nur Sie. Was wollen Sie damit sagen, Mr. von Kessling? Ich muss Sie jetzt leider verlassen, Ma'am. Sie auch? Dann bin ich ja ganz allein. Naja, ich habe Verständnis dafür, dass Sie sich amüsieren wollen, Mr. von Kessling, bei all den jungen Mädchen hier. Gehen Sie nur, ich komme schon zurecht. Es ist nicht das, was Sie denken. Ich habe starke Kopfschmerzen. Ich brauche Aspirin und die sind in meiner Kabine. Oh, Sie werden es nicht glauben, Mr. von Kessling. Ich habe auch Aspirin und zwar in meiner Kabine. Oh, danke, das ist nicht nötig. Oh, nein, nein, ich kann Sie doch jetzt nicht allein lassen. Ich werde Ihnen das helfen, ist wirklich Mr. Nicht nötig, von Kessling. Kommen Sie. Hier ist niemand, Sir. Ich sag's Ihnen, ich habe ihn gesehen. Was hast du getrunken, Sims? Gar nichts, Sir. Nicht ein Tropfen. Ich habe ihn gesehen und wenn er es nicht war, dann muss es ein Geist gewesen sein. Glaubst du an Geister? Normalerweise nicht, aber wenn es nicht Holling gewesen war, wer war es dann? Der Brandy in deinem Kopf. Hallo, geben Sie mir Captain Dorney. Oh, hab ich euch erwischt. Hände hoch. Was ist denn hier los? Was machen Sie in der Kabine meiner Großmutter? Wir suchen Captain Holling, aber vielleicht war es ja auch nur ein... Ein blinder Passagier. Ja. Hallo, Captain? Was gibt's? Es ist niemand hier. Aber Sims hat doch jemanden gesehen. Sims hat sich vertan. Das habe ich doch gesagt. Sims hat wahrscheinlich wieder zu viel getrunken. Wir sollten das nicht allzu ernst nehmen. Ja, Sir. Was ist mit Captain Holling? Sims hat gesagt, er hätte ihn an Bord gesehen. Und wenn er hier ist, ist er eine Gefahr für uns. Sims ist ein Idiot.
Ich hätte gern länger die Gesellschaft von Major Pope genossen. Es war wirklich sehr unhöflich, von ihm so früh zu gehen. Das ist nicht die vornehme englische Art bei uns in Lancaster. Das war wohl ein Fehlalarm, hä? Oh, das überrascht mich aber jetzt wirklich, so viele Leute aus meiner Kabine kommen zu sehen. Was geht hier vor? Oh, wir wollen Sie nicht beunruhigen, Mrs. Plimpton. Oh, ich kann einiges vertragen. Ich will jetzt wissen, warum so viele Leute in meiner Kabine waren. Was ist hier los? Sie suchen einen Mann, Großmutter. Ein Mann? Ja, Captain Holling. Sims behauptet, er hätte ihn gesehen. Ach ja, wirklich? Oh, ich habe schon viele Männer in meiner Kabine gehabt und bin bisher noch mit jedem fertig geworden. Ihr zwei könnt jetzt wieder an eure Arbeit gehen. Yes, Sir. Sims hatte recht. Es war wirklich Captain Holling, nicht wahr, Mr. Rogers? Sims hat zu viel getrunken. Sie denken, dass Ihre Waffe Sie vor ihm beschützt, aber das tut sie nicht, Captain Dorney. Das müssen Sie schon mir überlassen. Er ist besessen. Ich will mich nur vor ihm schützen. Vor Captain Holling? Ja, vielleicht. Ich bin sicher, er ist noch hier an Bord. Woher wollen Sie das denn wissen? Niemand hat ihn gesehen. Nur Sims will ihn gesehen haben. Vielleicht hat Sims ja recht. Ist doch egal, ob er recht hat. Wir starten das Experiment auf jeden Fall. Morgen früh um 9 Uhr. Wir werden das Experiment nicht starten. Wenn Holling hier ist, dann ist er eine Gefahr für uns. Solange wir nicht wissen, ob Holling an Bord ist, werden wir nichts unternehmen. Es ist mir scheißegal, was Sims sagt. Ich bin hier der Kapitän. Ich habe hier das Kommando. Sie werden tun, was ich Ihnen gesagt habe. Ab morgen früh haben andere das Kommando über dieses Schiff. Sie werden dann hier nicht mehr gebraucht, Captain Dorney. Also morgen früh um 9. Dorney schickt eine Nachricht. Captain Holling ist Sie? Oh, oh, oh. Was sagt er? Was ist mit Holling? Fragen Sie ihn, was da los ist. Was ist mit Captain Holling? Bitte antworten Sie, Captain Dorney. Oh. Oh nein. Oh. Captain Dorney. Oh nein. Was ist hier los, Rogers? Was machen Sie hier? Die Schlinge war um seinen Hals gewickelt. Er war schon tot, als ich ihn fand. Was ist los mit Captain Holling? Mit Captain Holling? Hey, lassen Sie mich das machen. Was sagt er? Da ist nichts. Versuchen Sie es nochmal. Captain Holling ist nicht an Bord. Weitere Nachrichten folgen. Informieren Sie Professor Grimson. Merkwürdig.
Sie haben Donny nie gemacht, richtig, Rogers? Was wollen Sie damit sagen, Pope? Herein! Ich habe alles durchsucht, aber nichts gefunden. Oh, Captain Donny, ist er tot? Was wissen Sie über die Sache? Nichts, Sir. Gar nichts. Dann war er es. Captain Holling. Genau das denke ich auch. Ich verstehe es nicht. Soll ich Ihnen mal sagen, was ich glaube, Sims? Sie! Ah, Sie haben Captain Donny getötet. Das habe ich nicht. Wieso sollte ich das denn tun? Weil Sie vielleicht der große Unbekannte sind, Sims. Ich bin nur ein einfacher Steward. Ich habe nichts mit der Sache zu tun. Ich glaube eher, dass Sie es waren, Mr. Rogers. Sie haben Captain Donny doch noch nie leiden können. Vielleicht wollte er ja der neue Captain werden. Kommen Sie rein, Mr. von Kessling. Hier drin kann man doch viel besser zuhören. Bisschen spät für einen Spaziergang an Deck. Wieso sind Sie hier, Mr. von Kessling? Ich bin gekommen, weil ich mit Captain Donny sprechen wollte. Captain Donny wurde ermordet? So viel ich weiß, sagten Sie doch, dass hier an Bord ein blinder Passagier sein soll, Mr. Rogers. Hat er Captain Donny vielleicht umgebracht? Ich warte auf eine Antwort. Mr. Rogers war der Erste, der hier im Raum war. Er sagte, dass Captain Donny schon tot war, als er ihn gefunden hat. Ich glaube, wir wären alle sehr froh, wenn wir wüssten, wer Captain Donny umgebracht hat. Das ist ja Captain Donny. Ich werde mal nach ihm sehen. Was ist mit ihm, Doktor? Der Captain ist erdrosselt worden. Ich nehme mal an, mit dieser Schlinge hier. Ja, ich denke schon. Oh nein, wie schrecklich. Tun Sie irgendetwas, Dr. Howard. Ich werde den Captain hier wegbringen. Wer hat das denn getan? Ich glaube, das würde Mr. von Kessling auch sehr interessieren. Er denkt, dass Sie was zur Lösung des Falles beitragen können. Das kann ich aber nicht. Ich habe doch schon alles gesagt. Ich denke, dass Sie uns irgendetwas verheimlichen. Ich werde Ihnen was zeigen. Dieses Buch habe ich in Captain Donnys Regal gefunden. Das ist ein Buch über Voodoo-Medizin aus Westindien. Dieses Buch gehört mir. Woher haben Sie das? Es lag in Captain Donnys Bücherregal. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch um Drogen. Dann kannte Captain Donny sich also mit Drogen aus. Er hat Holling vergiftet und Sie haben das gewusst. Nein, ich habe dieses Buch erst viel später gefunden. Sie haben das alles schon viel früher gewusst und deswegen haben Sie Donny ermordet, richtig? Sie glauben doch wohl nicht, dass ich etwas damit zu tun habe. Das reicht jetzt, Pope. Oder es war Holling, der Donny auf die Schliche gekommen ist. Vielleicht hat er ja Donny umgebracht, weil er herausbekommen hat, dass Donny der Spion war. Donny hatte damit nichts zu tun. Er war zwar ehrgeizig, aber er war kein Verbrecher. Das kann schon sein. Vielleicht haben Sie ja recht. Es war jemand anders. Irgendjemand, der auch versucht hat, Professor Grimson zu töten. Und Sie denken wohl, dass es Holling gewesen ist? Ich weiß es nicht. Aber ich bin sicher, dass irgendjemand hinter S-505 her ist. Und er wird nicht eh aufgeben, bis er es hat. Wir sind soweit. Wir sind bereit, den Kontakt zu empfangen. Start für das Experiment in 3 Minuten. Es ist soweit. Noch 3 Minuten. Einen Moment, Mr. von Kessling. Niemand verlässt diesen Raum. Ich kann gehen, wohin ich will. Ich mache keine Ausnahme. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen hier. Ich bin hier Passagier. Ich kann mich hier frei bewegen. Tut mir leid, Mr. von Kessling. Irgendwas geht hier vor. Und solange das nicht geklärt ist, tun Sie das, was ich Ihnen sage. Sie bleiben hier. Das ist ein Befehl.
Sagen Sie ihnen, wir sind bereit für die Kontaktaufnahme. Alles klar. Ja, Sir? Hören Sie zu. Stoppen Sie jetzt alle Maschinen, und zwar sofort. Das ist ein Befehl, verstanden? Und berühren Sie auf keinen Fall mehr das Steuerrad. Ja, Sir. Hier ist die Brücke, Mr. Rogers. Alle Maschinen sind gestoppt. Schreiben Sie Kontakt übernommen. Lassen Sie mich mal. Sehen Sie mal nach dem Professor. Halten Sie Ihren Kurs. Geschwindigkeit 15 Knoten. Verstanden. 15 Knoten. Was ist? Wie lange dauert es noch? Noch 5 Sekunden. Kontakt herstellen. Wie schnell sind wir jetzt? 15 Knoten, Sir. 15 Knoten. Es hat tatsächlich funktioniert. Sie lenken jetzt das Schiff. Sagen Sie ihnen, dass alles glatt läuft. Ja, mache ich. Wir sind bei 15 Knoten. Da ist Ihre Antwort. Geschwindigkeit jetzt 15 Knoten. 15 Knoten, so wie wir es programmiert haben. Es hat funktioniert. Ich hab doch gesagt, dass es funktioniert. Das Schiff soll bei 15 Knoten bleiben. Und ändern Sie den Kurs auf 165 Grad. Kurs ist geändert auf 165 Grad. Was ist das? Irgendjemand ändert den Kurs auf 180 Grad. Geschwindigkeit. Auf 20 Knoten. 20 Knoten? Wie schnell sind wir jetzt? 20 Knoten. 20 Knoten? Das ist zu schnell. Das ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Sie haben mich behandelt wie eine alte Oma. Ich sollte mir vielleicht mal eine andere Frisur zulegen. Dies ist ein Test für den Kriegsfall. Schiff, volle Kraft. Voraus. Alle Lichter löschen. Brauchen totale Verdunklung. Was ist denn jetzt los? Oh! Oh! Wieso machen Sie die Lichter aus? Was ist denn hier los? Das ist doch unmöglich. Das ist eine Frechheit. Unglaublich! Gib mir noch was zu trinken. Also los. Volle Kraft voraus, volle Kraft voraus. Und verdunkeln.
ist denn hier los? Ist da irgendwas, ja? Ich kann nichts sehen. Moment. Oh, sieh mal da. Da ist jemand. Was war das? Sei vorsichtig, Laila. Sei vorsichtig, Cliff. Keine Angst, keine Angst. Bist du okay, Laila? Ja, ich bin okay. Sieh nur, da liegt doch jemand. Oh ja, tatsächlich. Er trägt eine Augenbinde. Das ist der Captain Holling. Ja, du hast recht. Das ist er tatsächlich. Es wirklich hingekriegt. Er hat es geschafft, das Signal auf uns umzuleiten. Jetzt haben wir die Kontrolle über das Schiff. Wer ist da? Ich bin's, Dr. Howard. Kommen Sie, Doktor, Sie müssen mir helfen. Das ist ja... Das ist Captain Holling. Kommen Sie, Captain. Wir bringen Sie von hier weg. Los, komm, fassen Sie, Captain. Das Schiff gehorcht uns nicht mehr. Was sollen wir tun, Mr. Rogers? Stopp die Maschinen! Ich hab gesagt, stopp die Maschinen! Wir können nichts tun, wir haben keinen Einfluss mehr auf das Schiff. Oh nein, was ist denn da los? Wir haben keine Kontrolle mehr über das Schiff. Was ist denn los? Was ist denn da? Hilfe! Was machen Sie da? Lassen Sie mich los! Hilfe! Da ist ein Mann! Mein Gott, was war das denn? Oh, Hilfe! Da ist ein Mann, da ist ein Mann! Halte ihn auf! Ich bin's, Großmutter. Was ist passiert, Edgar? Ich bin überfallen worden, Großmutter. Ich weiß nicht, wer es war. Bist du sicher, dass du ihn nicht erkannt hast? Nein, Großmutter, ich weiß nicht, wer es war. Das kann doch nicht wahr sein. So etwas habe ich auf all meinen Kreuzfahrten noch nie erlebt. Ich auch nicht. Oh nein! Was ist das? Ich weiß nicht. Lass uns nachsehen. Hol ein Brecheisen. Ein Brecheisen? Wir müssen die Tür aufbrechen. Bin sofort zurück, Sir. Los, schnell. Ist er ansprechbar? Nein, ist er nicht. Ich muss mit ihm reden. Nein, nein. Captain Holling, können Sie mich hören? Ich brauche die Kombination von dem Safe. Bitte geben Sie sie mir. Er darf sich jetzt nicht aufregen. Geben Sie mir die Kombination. Die Kombination bitte. Ist 43, 47, 10. Ja, sind Sie sicher? Ganz sicher. Okay. Der Kontakt darf auf keinen Fall abreißen. Wir haben alles unter Kontrolle. Wo ist das Flugzeug, das ihn abholen soll? Das Wasserflugzeug ist noch 10 Meilen vom Schiff entfernt. Es wird gleich da sein. Perfekt. Ha. Ist da irgendjemand? Geben Sie sich sofort zu erkennen. Och, Sie sind das. Das hätte ich nicht von Ihnen gedacht, Major. Sind wir noch bei 20 Knoten? Ja, Sir. Gehen Sie runter auf 15 Knoten und ändern Sie wieder den Kurs. Würden Sie mir bitte meinen Stock geben, Mrs. Plimpton? Das ist Ihr Stock? Dann sind Sie der Mann, der in meiner Kabine war. Natürlich war ich in Ihrer Kabine. Ich war hinter diesem Spion her. Da ist der Mann. Er ist der Spion. Hinter ihm war ich her. Sie müssen ihn festnehmen. Hey, was soll das? Nehmen Sie die Waffe weg. Das Spiel ist aus, Pope. Das Flugzeug wird Ihnen nichts mehr nützen. Sie sind überführt.
Lassen Sie es gut sein. Sie fliegen nirgendwo mehr hin, Major Pope. Was haben Sie mit der Sache zu tun? Wer sind Sie? Er ist Inspektor von der Polizei. Ich war schon lange hinter diesen Burschen her. Ich wusste die ganze Zeit von diesem Experiment. Es war top secret. Niemand wusste davon. Wo ist die Röhre? Wo ist die Elektronenröhre? Gute Frage, Inspektor. Aber ich muss jetzt leider gehen. Nicht so eilig, Pope. Zeigen Sie mir mal Ihren Stock. Die war da drin. Wo haben Sie die Röhre versteckt? Kommen Sie schon, reden Sie! Ist es das, was Sie meinen? Ich habe sie da rausgeholt, als er in meiner Kabine war. Kommen Sie, Kim. Danke. Ich habe S505 gestohlen, aber es war nur Diebstahl. Dafür kann man mich nicht hängen. Nein. Aber Sie werden hängen, wegen Mordes. Ich weiß alles. Ich habe Sie beobachtet. Sie haben Captain Dorney ermordet. Und warum hätte ich das tun sollen? Er wollte nicht mehr mitmachen. Sie haben beide für eine Verbrecherorganisation gearbeitet. Sie sind der zweite Spion hier an Bord. Auch Sie wollten S505 haben, nicht wahr, Pope? Nicht mal Captain Dorney hat gewusst, dass Sie der zweite Mann im Hintergrund sind. Niemand hat das gewusst. Aber ich habe es gewusst, Major. Ihr wolltet mich mit Drogen außer Gefecht setzen. Doch Miss Kane hat es durchschaut und mich gewarnt. Ihr habe ich es zu verdanken, dass ich nicht gestorben bin. Dorney hat leider die Nerven verloren. Er wollte nicht mehr mitmachen und deshalb haben sie ihn ermordet. Und dafür wird man sie hängen. Führen Sie ihn ab, diesen Mörder. Mrs. Plimpton, ich hätte gern noch einen Scotch mit Ihnen getrunken. Major, Sie können mich mal am Arsch lecken. Ich danke Ihnen für alles, was Sie getan haben. Es war mir wirklich eine Ehre, für Sie zu arbeiten, Captain Holling. Und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder das Kommando über das Schiff haben. Ja, aber ich bestimme es, wenn es soweit ist. Ich bin nämlich sein Arzt. Oh ja, natürlich. Sie müssen sich noch aus. Er ist mein Arzt. Ich muss tun, was er sagt. Ach, das sagt mein Doktor auch immer zu mir. Und Sie sind wirklich ein richtiger Inspektor, ja? Ja, das bin ich, Ma'am, in der Tat. Oh, wie wundervoll. Ich habe nie daran gezweifelt, dass Sie ein wahrer Gentleman sind, Sir. Oh, ja. Oh, ich habe vergessen, mich für all das zu bedanken, was Sie für uns getan haben, Mr. von Kessling. Oh, das ist wirklich nicht nötig. Ich habe lediglich meine Pflicht getan, Ma'am. Oh, dass ihr Deutschen immer so bescheiden seid. Ja. Oh, Sims? Ja, Sir? Ich glaube, dass dem Captain jetzt ein kleiner Brandy gut tun würde. Ja, Sir. Oh, da sagen Sie was. Ich glaube, mir wird ein Brandy jetzt auch gut tun. Ah, ja. Sie sind wirklich knuffig.